Self-Inspiration und herzlich willkommen zu unserer Sonntags-Challenge. Wir haben heute ein Thema für euch, was ihr entschieden habt und was wir so bei uns auf dem Kanal bisher noch nicht hatten. Es geht nämlich um 1 Cent DIYs, also 1 Cent gut wie nix. Super, super günstig. Ja. Wir haben uns da was Schönes zu überlegt. Mhm, 2 Ideen. Ihr könnt natürlich gerne wieder abstimmen. Seid ihr Hashtag Team Eva oder Hashtag Team Kathi oder Hashtag Team Beide? Ihr werdet gleich unsere Ideen sehen. Mhm. Und ihr könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch weitere Ideen für Sonntag-Challenges habt. Die seht ihr dann vielleicht schon nächste Woche in der Abstimmung mit drin. Und beim kleinen i könnt ihr natürlich schon wieder für das nächste Thema abstimmen. Aber erstmal kommen jetzt unsere DIYs. Genau, los geht's! Für mein 1 Cent DIY habe ich mir etwas mit einem Glückscent überlegt. Und zwar werde ich diesen Cent hier in Kristallresin eingießen. Das ist so Harz, Kristallharz, was dann aushärtet. Seht ihr hier, kennt ihr vielleicht auch bei uns aus den Videos schon. Wir hatten damit vor einiger Zeit schon mal Videos gemacht. Das kann man zum Beispiel in Silikonform gießen. Das härtet dann aus, dauert ungefähr einen Tag und es ist dann richtig gut stabil. Und ich habe mir überlegt, ich mache so eine kleine 1 Cent Glücksmuschel. Da habe ich mir hier schon mal diese Muschel ausgesucht in diesem Silikon. Da kommt noch ein kleines Kettchen mit dran und ich habe mir überlegt, so ein bisschen Glitzer. Das Resin besteht einmal aus diesen beiden Komponenten, Resin und dem Härter. Und das wird gleich 2:1 gemischt. Ich ziehe natürlich vorher meine Handschuhe an. Sollte nicht mit den Händen in Berührung kommen, deswegen einfach Haushaltshandschuhe anziehen und schon kann es losgehen. Ich starte mit dem Härtungsmittel. Und hier habe ich so einen kleinen Messbecher. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. 10, 20, 30 ist darauf angegeben. Ich mache noch weniger. So, ich habe jetzt 5 Milliliter eingegossen. Und vom Resin selbst nehme ich jetzt 10. So, mischen. Und dann gebe ich jetzt auch ein bisschen Glitzer dazu. Und jetzt kommt das Resin vorsichtig hier in die Muschel hinein. Und dann gebe ich den Cent da rein. Schön bedecken. Das restliche Resin verteile ich jetzt noch auf die anderen Muscheln. Und jetzt kommt das Kettchen noch dazu. Das lege ich ganz vorsichtig hier oben hinein. Und jetzt muss es natürlich richtig gut aushärten. Das dauert ungefähr 24 Stunden. So, inzwischen sind fast 24 Stunden vergangen und ihr seht, die Oberflächen sind schon sehr fest. Ich nehme hier einmal eine der Muscheln raus. Super niedlich. Und jetzt natürlich auch die große hier. Oh, die hängt hier ein bisschen fest. So. Also den Bereich muss ich dann gleich noch ein bisschen zufeilen. Und so sieht sie aber von der einen Seite aus und hier von der anderen. Wirklich super niedlich, finde ich. Und auch ein richtig schöner Schlüsselanhänger. Wie gesagt, hier unten die Ecke hatte sich leider mit dieser Muschel hier verbunden. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen zuschneiden, aber das ist auch überhaupt kein Problem. Und ihr seht, eine DIY-Idee mit einem Centstück, also ein Glückscent in eine Muschel eingegossen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und Spaß gemacht.
Mein 1-Cent-DIY ist ein Bastelprojekt, was möglichst wenig kostet. Dafür habe ich ein Druckerpapierblatt. Das wird ja vielleicht so 1 Cent wert sein. Und ich habe noch ein paar Sachen, die eigentlich jeder zu Hause hat. Filzstifte, man kann aber auf jeden Fall auch Buntstifte benutzen. Eine Schere, einen Zirkel. Man braucht auch nicht unbedingt einen Zirkel. Man kann auch verschiedene Gläser oder so ummalen oder so einen Kerzenständer. Einfach irgendwas, womit man runde Kreise machen kann. Und ich habe hier Klebstoff. Als erstes halbiere ich einmal mein Blatt Papier. Die Hälfte wird nämlich die Karte und die andere Hälfte wird die Blume, die vorne auf der Karte drauf ist. Dafür einmal hier ordentlich knicken. Und mit der Schere die beiden Hälften auseinanderschneiden. Die eine Hälfte falte ich jetzt so übereinander als Karte. Die kommt erstmal hier an die Seite und auf die andere Hälfte, da male ich jetzt mit meinem Zirkel verschieden große Kreise. Ich fange an mit einem etwas größeren Kreis, also auch nicht zu groß, der soll natürlich auch hinter hier noch vorne drauf passen. Und werde dann immer etwas kleiner. Hier ist ein etwas kleinerer Kreis. Und noch ein bisschen kleiner. Und noch ein bisschen kleiner. Und ich glaube, das reicht dann auch schon. Diese Kreise male ich jetzt mit meinen Filzstiften an. Man kann ruhig auch ein bisschen übermalen. Ich werde ja das Ganze gleich ausschneiden. Ihr könnt da natürlich, wie ich schon gesagt habe, auch Buntstifte benutzen. Ihr könnt auch gleich buntes Papier benutzen. Oder Wasserfarben, je nachdem, was ihr da habt und je nachdem, was ihr auch gerne so mögt. Ihr könnt jeden Kreis auch mehrfarbig anmalen, aber ich werde jeden Kreis in einer einzelnen Farbe anmalen. Wenn ich meine Kreise jetzt bunt gemalt habe, muss ich sie nur noch ausschneiden. Und jetzt werde ich nochmal meinen Zirkel benutzen und den zu einem ganz kleinen Kreis einstellen. Und jetzt muss ich nochmal schauen, wo ich die Mitte war. Da werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal einen ganz kleinen Kreis in die Mitte malen. Oh, das ist zu klein. So. Ein bisschen bin ich abgerutscht, aber das ist gar nicht so schlimm. Das ist nämlich jetzt nur der Innenkreis. Bis da schneide ich. Jetzt schneide ich nämlich die Kreise alle so ein. Also einfach ganz viele Schnitte, immer genau bis zu dem Innenkreis. Ich habe auf allen Kreisen einen Innenkreis gemalt und schneide dann eben auch immer genau bis zum Innenkreis ein. Meine Kreise sind jetzt alle fertig und auch alle eingeschnitten und jetzt kratze ich hier so ein bisschen drüber. Dadurch biegt sich das Ganze ein bisschen nach oben. Ganz vorsichtig, aber damit man hier nicht was abreißt. Aber wenn man hier ganz vorsichtig mit dem Fingernagel so drüber geht, dann biegt sich das automatisch so ein bisschen nach oben. Jetzt starten wir mit der größten Blüte und kleben da die zweitgrößte in die Mitte. Und dann geht's weiter. Dann kommt die dritte und in die Mitte dann noch die vierte. Man kann natürlich auch noch mehr Blüten nehmen, verschiedene, man kann auch mehrere draufkleben. So, und diese Blüte kommt jetzt auf meine Karte. Und schon ist mein 1-Cent-DIY fertig. Eine ganz günstige Karte. Und ich finde die ist trotzdem sehr, sehr cool. Muss also nicht viel kosten. Wenn sie euch auch gefällt, dann gerne Hashtag Team Kati unten in die Kommentare schreiben.
So, wir hoffen natürlich, euch haben die beiden Ideen gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Unten in die Kommentare rein, Hashtag Team Kati, Hashtag Team Beide oder Hashtag Team Eva. Und gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch weitere coole Ideen habt, die vielleicht in unserer nächsten Abstimmung mit vorkommen sollen. Beim kleinen i könnt ihr natürlich wieder abstimmen für das nächste Sonntags-Challenge-Thema. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Und natürlich die kleine Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Do It Yourself Inspiration. Tschüss! Tschüss.